Schlechte Verbindung? Ja. Da kann ich auch was erzählen. Bei uns in der Firma ist auch eine unheimlich schlechte Verbindung. Und zwar zwischen den Mitarbeitern und dem Chef. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns haben ganz viele schon mit dem Chef gebrochen. Bei uns war es vor der Pizzeria Amalfi in Frankfurt am Mainufer. Und die Stimmung ist wirklich schlecht. Das Problem ist, wir kriegen auch keine neuen Leute mehr. Deswegen lädt der Chef jetzt alle möglichen ein. So Quereinsteiger auch. Neulich war ein Kanufahrer da. Sau zurückgerudert. Und ein Bungee-Jumper. Ist dann aber auch abgesprungen. Dann hatten wir eine Domina eingeladen. Die wollte aber keinen Knebelvertrag. Und dann kam einer aus Offenbach. Und er hat als allererstes gefragt, was kann ich hier verdienen? Dann hat der Chef gesagt, 2000 Euro, später mehr. Dann hat er gesagt, da komme ich halt später nochmal. Und dann hat der Chef gefragt, haben Sie überhaupt Berufserfahrung? Und dann sagte er, ja, ich bin 30 Jahre alt und habe 30 Jahre Berufserfahrung. Er hat gesagt, wie soll das denn funktionieren? Dann sagt er, Überstunden. Und jetzt haben wir so ein neues Projekt in der Firma. Unser Team soll netter werden. Kann jeder so Vorschläge einreichen. Ja, und ich habe eine Kollegin, die Heike. Das ist so eine, die hat so 12 goldene Ohrringe hier. Und noch so einen goldenen Ring an jedem Finger. Also eher nervig. Oder anders ausgedrückt, viel Meinung für wenig Ahnung. Und die hat direkt einen Vorschlag eingereicht. Die hat gesagt, es würde schon total viel helfen, wenn ich einfach öfter mal die Fresse halten würde. Aber es ist so, wir sind jetzt halt hauptsächlich im Homeoffice. Weiß nicht, wer hier noch im Homeoffice ist. Homeoffice ist so ein bisschen das Wacken für Büroangestellte. Du bist im Prinzip den ganzen Tag zu Hause, hast bequeme Kleidung an, hörst immer den ganzen Tag dufte Musik und hast immer so leicht einsitzen. Und mein Kollege, der Uwe, hat gesagt, der größte Vorteil am Homeoffice für ihn ist, wenn ihm langweilig wird, kann er sofort einen Pornofilm anmachen. Er hätte das wohl mal im Büro probiert. Das kam dann da nicht so gut an. Für mich war es eigentlich gut, dass wir jetzt so viel Homeoffice machen, weil ich hatte dann irgendwann nur noch einen einzigen Anzug, der mir gepasst hat. Und der war von Adidas. Aber du brauchst im Homeoffice halt auch einen klaren Plan. Wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ist duschen. Weil ich habe rausgefunden, Leute, die vor der Arbeit duschen, verdienen mehr Geld als die, die nach der Arbeit duschen. Und dann setze ich mich auf die Couch und schreibe mir auf, was sind meine 3 Top-Prioritäten für den Tag. Und wenn ich das gemacht habe, penne ich erstmal ein Stündchen. Aber du musst natürlich aufpassen. Es ist so, die Firma überwacht das ja, ob du arbeitest. Ich habe das jetzt so gelöst, ich habe mir so eine Funkmaus gekauft und die habe ich meiner Katze auf den Rücken geschnallt. Es ist aber trotzdem so, neulich hat der ITler angerufen und da war ich total verblüfft, dass der reden kann. Und es ist so, wenn bei uns die IT anruft, ist der Ärger vorprogrammiert. Und da hat er angerufen und hat gesagt, sag mal, bist du im Homeoffice? Sag ich, ja, klar. Sagt er, du hast jetzt im Büro, im Großraum, 8-mal den Arztbericht von deinem Urologen ausgedruckt und die Buchhaltung macht sich jetzt Sorgen über die Größe deiner Vorsteherdrüse. Die sind schon kurz davor, sich noch eine Zweitmeinung aus dem Betrieb einzuholen. Du musst halt aufpassen, ja? Das ist genau wie mit diesen iPhones, kennt ihr diese Diktierfunktion? Also ich meine nicht das, wo Leute Sprachnachrichten hinterlassen, sondern das Mikrofon unten rechts. Da kannst du direkt diktieren, Texte diktieren. Musst aber aufpassen. Also ich bin so jemand, ich mache das mit Komma, neue Zeile und so, könnt ihr mal ausprobieren. Ich gebe euch aber einen Tipp, man muss es durchlesen, bevor man es abschickt. Ja, ich habe mich neulich krank gemeldet und habe geschrieben, kann nicht kommen, liege noch mit einer Gruppe im Bett. Und dann wollte ich die Heike abholen, morgens um 6 Uhr zu so einer Dienstfahrt. Schreibt die mir, kann ich kommen, bin noch am Kacken und suche meine Brüste. Und der Uwe,
hat vor der Weihnachtsfeier in den Verteiler ganze Firma geschrieben, am Freitag lassen wir mal so richtig die Fotzen fliegen. Und da hat der Chef zurückgeschrieben, hör mal zu, Uwe, du gehst jetzt direkt zum Edeka. Und hat der Uwe gesagt, immer diese Tippfehler, da hat er gesagt, kein Tippfehler, Edeka ist Ende der Karriere. Soweit, ja komm, wenn dann alle.